Liebe Stadtratsbegeisterte, ich grüße euch, also ich grüße dich. Es gibt, glaube ich, außer mir und natürlich den Stadträten, aber außer mir gibt es, glaube ich, in Dresden kaum einen, der sich für den Stadtrat so begeistert. Und ein wichtiger Tag im Monat ist immer der, an dem die Tagesordnung für den Stadtrat rauskommt. Und das war heute. Am 23. April, das ist heute in 2 Wochen, tagt zum nächsten Mal der Stadtrat. Und in aller Regel, sehr zuverlässig, kommt 2 Wochen vorher die Tagesordnung online. Das heißt, jedermann kann sie im Ratsinformationssystem finden. Aber soviel ich weiß, bekommt man als interessierter Bürger keine Nachricht darüber. Verbesserungsvorschlag Nummer 1. Diejenigen, die das möchten, bekommen automatisch, wenn die Tagesordnung online geht, liebe Stadtverwaltung, eine E-Mail oder per App, whatever, Digitalisierung geht los. Verbesserungsvorschlag Nummer 1. Ich weiß es, ich gucke nach. Mittwochs gucke ich nach, donnerstags gucke ich nach, freitags gucke ich nach. An einem von den 3 Tagen, 2 Wochen vor der Sitzung, geht die Tagesordnung online. Zweiter Punkt. Im Ratsinfo tauchen nur die öffentlichen Tagesordnungspunkte auf. Und wenn ich wissen will, was nicht öffentlich behandelt wird, im Stadtrat sind es in der Regel Personalentscheidungen oder weiß ich gerade gar nicht. Aber in den Ausschüssen ist es oft so, dass wenn ein Antrag oder eine Vorlage nur beratend behandelt wird, dass der Tagesordnungspunkt dann nicht im Ratsinfo selbst, sondern erst in der PDF-Datei mit der Tagesordnung auftaucht. Wäre der zweite Verbesserungsvorschlag, warum sollen die nicht öffentlichen Tagesordnungspunkte nicht auch dargestellt werden? Je früher die Bürger davon erfahren, desto eher können sie sich einbringen. Zweiter Verbesserungsvorschlag beendet. Jetzt kommt es zur Tagesordnung. Ich gucke auf das Ratsinfo, Top 1, Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse. Da wird nicht viel passiert sein. Nicht so wichtig. Zweitens, Bericht des Oberbürgermeisters. Wichtiger Tagesordnungspunkt. Der Oberbürgermeister könnte im Rahmen der Corona-Krise das eine oder andere sagen, was die Stadtverwaltung getan hat, was sie noch plant, wie auch immer. Mein großer Wunsch wäre ja, diese infizierten Zahlen, Testzahlen tatsächlich mal ordentlich darzustellen. Weil anhand der Zahlen, die ich jeden Tag in den Dresdner neuesten Nachrichten DNN lesen darf, werden da schöne infizierten Zahlen genannt, aber die Zahl der Tests bleibt ein Geheimnis. Und dann erfahre ich, dass, was erfahre ich, das erfahre ich, was erfahre ich? Ich habe mich gerade verfranst. Egal. Wichtig, der Bericht des Oberbürgermeisters. Die Parteien, die Fraktionen können durchaus auf den Oberbürgermeister im Vorfeld mit 2 Wochen Vorlauf hinwirken, worüber denn der Oberbürgermeister womöglich berichtet. Entscheidend tut das am Ende selber, aber natürlich können die Stadträte bzw. die Stadtratsfraktionen und auch die Fraktionslosen darauf hinwirken, über was der Oberbürgermeister berichtet. Es überliegt ihm und es ist auch richtig so. Punkt. Was mir fehlt, ist die Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Ich könnte mir vorstellen, dass viele gute Fragen einzelnen Menschen einfallen und dass es dann in der Summe zu einer sehr guten Fragestunde kommen könnte, was teilweise zu Informationen für die Bürger führt und was teilweise dazu führt, dass sich manche Stadträte selbst entblöden. Kommt immer wieder mal vor in der Fragestunde. Die fehlt also auf der Tagesordnung, finde ich schade. Dritter Tagesordnungspunkt, Umbesetzung, Umlegungsausschuss, nicht so wichtig. Was gibt es noch? 4, Nachbesetzung des Beirates für Menschen mit Behinderung gemäß bla bla bla, Hauptsatzung. Scheint mir jetzt auch nicht wichtig sein. Es ist wahrscheinlich jemand ausgeschieden und dann muss jemand nachbesetzt werden. Und Personalentscheidung muss der Stadtrat treffen. Scheint mir nichts Besonderes zu sein, habe ich nicht angeguckt. Dann gibt es die Tagesordnungspunkte ohne Debatte, Top 5. Ich bin gespannt, ob überhaupt einer reinrutscht. Ich finde nämlich, dass alles, was sonst noch kommt, tatsächlich einer Debatte wert ist. Und wenn man der Debatte etwas freien Lauf lässt, so. Und zwar komme ich jetzt nämlich zu Top 6, Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Landeshauptstadt Dresden.
Der Stadtrat stellt alle 2 Jahre inzwischen einen Doppelhaushalt auf. Der letzte war für die Jahre 19 und 20, also aktuell gültig. Der nächste ist für die Jahre 2021-22. Und jetzt wird also im Nachhinein festgestellt, wie hat denn die Stadt Dresden im Jahr 2018 gewirtschaftet? Diese Vorlage enthält insgesamt oder ist 27 Megabyte groß. Ich gucke kurz auf die Seitenanzahl. Es sind insgesamt 1719 Seiten. Da sind Anlagen dabei. Riesig, riesig. Ich gucke mir auf dem Bildschirm also an, die Bilanz. Es geht gleich auf Seite 1 los. Summe der ordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen, der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Und am Schluss steht ein Gesamtergebnis von, haltet euch fest, 165,4367 Millionen Euro Überschuss aus dem Jahr 2018. Das sind ungefähr 10% des Haushaltsvolumens. Das ist eine Hausnummer. Und im Jahr 2019 sah es nicht ganz so gut aus, aber auch sehr positiv. Das heißt, Dresden kann bzw. konnte von seinen erwirtschafteten, hört sich schlecht an. Also die Steuerzahler haben es erwirtschaftet, aber die Stadt hat auch einen gewissen Anteil draus, wie sie das plant. Also 165 Millionen Überschuss im Jahr 2018. Und da stehen viele Zahlen drin. Und ich würde mir ja wünschen, dass einzelne Stadträte sich tatsächlich ihr Thema rauspicken und einfach mal die Lampe, das Scheinwerferlicht, den Fokus auf dieses Thema richten, wo sie sich drin auskennen, damit auch mal klar wird, die Stadträte müssen sich in Themen einarbeiten. Ich tue das auch, ich mache das komplett laienhaft. Ich habe, wie gesagt, eine Ausbildung als Großhandelskaufmann, also ein gewisses BWL-Wissen. VWL würde ich eher, naja, geht so. Aber jeder Bürger kann sich eine Meinung erlauben. Es sind, wie gesagt, 1719 Seiten. Es ist wahnsinnig viel. Und in vielen Fällen war es in der Vergangenheit so, dass der Stadtrat dazu ohne Debatte beschlossen hat, jo, abgehakt, war gut, hat die Stadtverwaltung gut gemacht. Ich finde, es wäre an der Zeit, in Zeiten von Corona, tatsächlich darüber zu diskutieren, wie sich denn die Einnahmen und die Ausgaben aufgliedern. Großprojekte, die vorbei sind inzwischen, wie der Kulturpalast, das Kulturkraftwerk, Fernsehturm steht an, eine Elbfähre bei Pieschen, Ostra-Gehege ist in Planung irgendwie, kostet alles Millionen. Jede Schule kostet locker 10 Millionen. Das Sachsenbad zu sanieren würde 20 Millionen kosten. Die Soforthilfe für Kleinunternehmer, Selbstständige und so weiter. Volumen 10.000 Antragsteller und 10 Millionen. Es gäbe also viel zu reden. Würde ich mich drüber freuen, lieber Stadtrat. Und Top 7. Zuweisungen zum Verlustausgleich der Jahre 2017 und 18 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum. Ich glaube, die wenigsten haben es auf dem Schirm, aber es gab vor ungefähr 15 Jahren, 14 Jahren ein Bürgerentscheid, ich habe auch daran teilgenommen. Ich habe mir die Pro- und Kontra-Argumente angehört. Es ging damals um eine Privatisierung bzw. Nicht-Privatisierung. Die Linke hatte die Idee vorgebracht oder das Vorurteil geschürt, dass irgendjemand auf die Idee käme, die beiden städtischen Krankenhäuser Dresden-Neustadt und Friedrichstadt zu privatisieren. Das heißt, dem freien Markt zu überlassen. Ob es die Idee wirklich gab, ich habe davon nichts mitbekommen. Es hing in der Luft, sagen wir es mal so. Die Linke hat also einen Bürgerentscheid angezettelt, im positiven Sinn. Und die Dresdner Bürger haben sich mit Mehrheit, ich weiß gar nicht mehr mit wie viel, ich glaube deutliche Mehrheit, dafür entschieden, dass die Krankenhäuser nicht privatisiert werden. Und in der Zwischenzeit wurden also die beiden Eigenbetriebe Dresden-Neustadt, Dresden-Friedrichstadt zusammengelegt zu einem Eigenbetrieb. Inzwischen ist die Sozialbürgermeisterin von Die Linke, Christine Claudia Kaufmann, politisch verantwortlich für die Krankenhäuser, für den Eigenbetrieb. Und die Krankenhäuser haben in den letzten Jahren Millionen Miese eingefahren. Das hing
so wie ich gehört habe, daran, dass teilweise Stellen nicht besetzt werden konnten. Facharztstellen, Chefarztstellen, wie auch immer. Das heißt, gewisse Angebote konnten nicht angeboten werden. Wie sagt man, ja, was weiß ich, irgendwas mit Laser, Tomographie, whatever. Ja, also die Krankenhäuser haben in den letzten beiden Jahren jeweils über 10 Millionen Miese eingefahren. Pro Jahr, beide zusammen 10 Millionen. Und jetzt hat die Landesdirektion einen Bescheid erlassen und hat gesagt, liebe Stadt Dresden, ihr müsst jetzt den Krankenhäusern ihre Bilanz wieder glatt machen. Das heißt, die Stadt muss aus ihrem Haushalt rund 10 Millionen für die Vergangenheit den Krankenhäusern zuschießen, damit deren Miese getilgt werden. Ich halte das absolut für richtig. Da gibt es nicht großartig was zu fackeln. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Den Beschluss muss der Stadtrat treffen bei dem Volumen und bei den Ausmaßen. Aber es würde sich durchaus lohnen, auch darüber zu diskutieren. Italien hat eine staatliche Kranken- oder Gesundheitsversorgung. In Deutschland ist das nicht der Fall, wobei es sowohl staatliche beziehungsweise städtische Krankenhäuser gibt, aber eben auch sehr viele Privatkrankenhäuser. Mir fällt auf Anhieb ein, das Diakonissenkrankenhaus, es ist also nicht staatlich, sondern von der Kirche beziehungsweise von einer kirchlichen Institution getragen. Das Universitätsklinikum ist auch staatlich, gehört zum Freistaat. Es gibt also diverse private Kliniken auch und die müssen natürlich auch aufs Geld achten. Über die Krankenversorgung, Gesundheitsversorgung in Deutschland, in Sachsen, in Dresden zu sprechen, wäre meiner Meinung nach auch eine Aufgabe des Stadtrates. Und wenn er schlicht und einfach sagt, wir sorgen für das nötige Geld, damit die Gesundheitsversorgung in Dresden aufrechterhalten und ausgebaut werden kann, und das ist der Preis und das kriegt ihr dafür. Darüber kann man eine Diskussion führen und unabhängig, welche Position man vertritt, muss am Ende für diese Vorlage eine Mehrheit gefunden werden, die wird auch mit Sicherheit zustande kommen. Ich nehme an, dass ziemlich viel Gelaber und Bekenntnisse und Statements abgegeben werden, statt aufzuzeigen, was die beiden oder mehreren Varianten wären. So, und last but not least, Top 8, Eintrittspreise der Dresdner Musikfestspiele ab der Spielzeit 2020-21, betrifft also schon dieses Jahr. Ich habe nur kurz reingeguckt in eine Anlage, Vergleich Preise 2020, fortfolgende mit Veränderungen. Es gibt also eine Tabelle, mehrere Seiten und da stehen alle Spielstätten drin, die Eintrittspreise alt und neu und vor allem steht drin die Platzkapazität. Wie viele Leute passen in den Kulturpalast rein? Ist einfach eine schöne Auflistung, kann man sich mal angucken. Wird wahrscheinlich nicht großartig dies zu diskutieren sein, allerdings könnte man anhand dieser Tabelle tatsächlich auch mal diskutieren. Mit wie viel Euro wird jeder Besucher eigentlich subventioniert? Das ist bei fast allen Kultureinrichtungen der Fall. Ob es mehr oder minder sinnvoll ist, ist eine politische Entscheidung, die wird jedes Jahr neu getroffen. Aber mal darüber zu diskutieren und es offen zu legen, was kostet es, wenn jemand ins Festspielhaus Hellerau geht, zu einer Tanzveranstaltung, in den Kulturpalast, zu einem populären Musikkonzert, whatever. Es wäre tatsächlich die Möglichkeit, auch hier die Stadtverwaltung zu fragen, liebe Stadträte, wie sieht es denn so bei der einen oder anderen Institution aus, auch angesichts der Corona-Krise? Damit will ich es bewenden lassen. Das sind jetzt 14 Minuten. Es wird bestimmt noch ein Nachfolgevideo mit diversen Details geben. Ich wünsche euch noch einen schönen Restdonnerstag. Macht's gut.